Katharina Heinig ist die Lokalmatadorin in Frankfurt für das Mainhofer Frankfurt Marathon. Sie ist schon in diesem Jahr bei EM in Berlin gelaufen und jetzt am 6. September hat sie Hochzeit. Und jetzt, Katharina, hast du den Marathon. Also wie ist deine Form jetzt? Ja, also meine Form ist eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe nochmal gut trainieren können, nochmal in den 6 Wochen, die ich jetzt hatte, an meine Form von vor der EM in Berlin anknüpfen können und bin jetzt guter Dinge für Sonntag. Du hast eine relativ kurze Vorbereitung für Marathon in Frankfurt gehabt, also 6,5 Wochen. Natürlich bist du schon beim EM in Berlin im August. Wie sieht's denn aus? Ja, also die Vorbereitung lief sehr gut. Wie schon gesagt, konnte ich jetzt auf einer doch relativ hohen Form, die ich mir natürlich in mehreren Monaten im Hinblick auf die EM in Berlin erarbeitet habe, jetzt wieder aufbauen. Und auch wenn ich 3 Wochen Urlaub gemacht habe, heißt ja nicht, dass die Form weg ist. Und habe einfach nur die wieder etwas hervorgekitzelt und darauf aufgebaut. Und ja, jetzt stehe ich hier. Du bist die Lokalmatadorin, könnte man sagen, in Frankfurt. Du kennst die Strecke sehr gut. Ist das ein Vorteil? Ja, es kann ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, weil wenn man weiß, wo es lang geht, weiß man, wie lang es vielleicht noch bis zu einem bestimmten Zielpunkt ist. Allerdings sehe ich es eher als Vorteil, weil ich mir Punkte oder einzelne Ziele auf der Strecke eben setzen kann, mich auf bestimmte Punkte freue und eben es auch dadurch vielleicht auch besser rollen lassen kann, weil ich weiß, jetzt kommt eine Passage, wo man vielleicht doch eher Kräfte schonen sollte, vielleicht kommt jetzt eine Passage, wo man mehr Gas geben kann. Also ich sehe es auf jeden Fall als Vorteil, weil ich eben doch als Lokalmatadorin auch so einige an der Strecke für mich gewinnen kann. Du bist deine persönliche Bestzeit 2:28:34 in Berlin gelaufen, aber in Frankfurt kannst du am Sonntag das unterbieten? Das wäre natürlich schon ein schönes Ziel. Soweit will ich jetzt erstmal noch gar nicht denken. Mein Ziel ist es, unter 2:30 zu laufen. Und wie weit es nach vorne geht, kann ich nicht sagen. Denn vor 2 Jahren in Berlin waren natürlich Top-Bedingungen. Es war kühl, es war windstill. Wir hatten absolutes Läuferwetter. Und jetzt für Sonntag ist doch ein bisschen eher unbeständig gemeldet. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Ich mag es eher, wenn es regnet und etwas kühler ist. Und wie weit es natürlich von der Zeit nach vorne reicht, das werde ich sehen. Und wie wäre ein gutes Ergebnis in Frankfurt am Sonntag in Hinsicht auf Olympischen Spielen, Qualizeit natürlich und so weiter für dich, also in 2 Jahren in Tokio? Also für mich jetzt ein gutes Ergebnis oder was ich mir wünsche, ist eine 2:29:28. Das wäre deutsche Jahresbestleistung. Allerdings wird der Marathon noch keine oder dieser Marathon keine Rolle spielen für die Olympischen Spiele, da er außerhalb der Nominierungsfrist fällt. Okay, Katharina, alles Gute für den Mainhofer Frankfurt Marathon am Sonntag. Vielen Dank. Dankeschön.